Wir von Rightmart haben dieses Jahr durch unsere Widersprüche tausende falsche Bescheide von Jobcenter korrigieren lassen. Dabei konnten wir aber auch skandalöse Verhaltensweisen von Jobcentern aufklären. Der Sexskandal, bei dem ein Jobcenter einfach einer Mandantin von uns einen Fragebogen zu ihrem Sexualleben geschickt hat, ging durch alle Medien. Gleiches passierte, als ein anderes Jobcenter unserer Mandantin kein Geld ausbezahlte, obwohl die Mandantin mit uns von Rightmart bereits vor einem deutschen Gericht Recht bekommen hat. Dieses Verfahren läuft immer noch. Wir haben mittlerweile ein Zwangsgeld gegen das Jobcenter beantragt. Habt auch ihr solche skandalösen Verhaltensweisen von Jobcentern erlebt? Dann schreibt uns einfach in den Kommentaren unter dem Post. Wir von Rightmart stehen an eurer Seite. Ihr könnt euren Ärger im Freien laufen lassen. Ich bin Rechtsanwalt Dr. Philipp Hammerich für Rightmart.